ich überlege gerade, wie heißen nochmal die aus der Sesamstraße, die mit der Schnecke mit dem Tutu umgeht? Tiffany. Heißt die Tiffany? Oder Lilo. Die mit dem Tutu ist so ein, die hat so ein gelbes Gesicht. Ach, das ist ein Vogel, ne? Ja, ja, irgendwie sowas. Nee, das ist kein Vogel, das ist einfach so. Aber die ist doch pink, oder nicht? Ja, die ist, nee, die hat keine Ahnung. Nee, die, ist, ja, die ist doch, mit dem Tutu ist gelb. Pink ist anders, ne? Ey, eigentlich so bekloppte Figur. Hallo, Lilo, Tiffany kenne ich noch. Aber wer ist denn nochmal die Schnecke? Wie heißt die denn noch? Das ist doch die, die immer so diese schlauen Infos, dass die Kinder noch was lernen, wenn sie das gucken. Wie heißt denn der Grüne aus dem Internet? Oh, das ist... Rumpel! Rumpel. Rumpel. Krümelmonster. Nein, das ist der Blaue. Was ich auch gerne gucke, da ist Baloo. Ja. Baloo. Das sieht noch. Baloo und seine Group. Bum 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 bum. Oh yeah, Baloo, oh yeah, Baloo. Freunde sein durch dick und dünn, Baloo und seine Crew. Dschungelbuch haben wir auch noch. Dschungelbuch war der herrlich. Wie hieß denn der Puma? Oh. Wie hieß der Puma? Oh, der hieß doch Puma. Nee, der hieß Puma. Timon und Pumba war ja auch richtig. Timon und Pumba. Hakuna Matata. Tata. Diesen Spruch sag ich gern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Timon und Pumba. Oh, das Lied fand ich auch schon. Warte. Oh, ich will jetzt gleich König sein. Als ich noch ein kleines Baby war, habe ich so geweint, ey. Ja, ich auch. Ich fand ihn so traurig. Als der Vater gestorben ist, wie hieß der noch? Habe ich doch in New York das hier, das Musical mir angeguckt. Das war auch so süß. Ich stehe auf diesen ganzen Zeichentrickkram, das hat das Kind so geliebt, ey. Ja. Die Schneewittchen und sieben Zwerge, da fand ich tierisch. Die hat doch mit einem geschlafen, ne? Hat die nicht mit einem geschlafen? Ach, nee, doch, die hat das ist ein Zeichentrickfilm. Nein, aber die hat sich verliebt, oder nicht? Kennst du das Labyrinth an die Dingschen mit der Bulli? Da spielt Gockel mit, der ist so süß, Gockel. Oh, der ist süß. Ich finde ja auch, Gollum finde ich ja auch süß. Oh, Gollum finde ich ja auch süß. Der ist so niedlich. Ich weiß, wenn ich gern hätte, oh, den hätte ich so gerne als Haustier oder so. Der ist so süß. Wie heißt er? Dobby von Harry Potter. Dieser Kleine. Ja, dieses, Oh, der ist so süß. Also der ganze Film interessiert mich ja nicht, aber der kleine Typ ist so süß. Der ist dann nochmal ein Elf, ne? Nee. Ich hab keine Ahnung, ich will den bloß einmal sehen. Kobold? Keine Ahnung. Ja doch, das ist Kobold. Kobold. So ein angestellten Kobold. Ja. Genau. Ganz süß. Der ist so süß. Runde 600 km/h, 650 km/h. 650? Wie ist das so, mit Tokyo-Hotel zu fliegen? Sehr gut. Ja? Ja, ja. Ich bin angenehm überrascht. Die benehmen sich also? Ja, ganz liebe Jungs. Das war das Flugzeug? Ins Flugzeug, da ist es. Also mit dem Flugzeug sind wir jetzt schon das ganze Wochenende unterwegs. Wir sind Freitag losgeflogen. Dann hatten wir ein Konzert in Modena. Dann sind wir damit geflogen nach Genf. Quasi am Konzerttag reingeflogen und direkt danach wieder raus, weil wir direkt nach Berchtesgaden mussten. Und jetzt geht's zurück nach Hamburg. Private Air. Looking back again on loneliness and pain. Never been so wide awake. Breathe. Ja, Rockport steht so drauf. So ekelhaft. Somewhere behind the clouds. Ja, ist Institution, wo ich kenne, ne? Wo jetzt? Nein, 2,9. So, wir sitzen jetzt hier im Flugzeug, wir fliegen jetzt gerade zurück nach Hause. Wir sind jetzt fertig, wir haben jetzt alle Festivals hinter uns. Und war auf jeden Fall sehr, sehr schön. War ein schönes Jahr mit Konzerten in Europa. Und wir kommen ja gerade von dem Dreierblock Modena, Genf. Und jetzt als letztes das Berchtesgaden-Festival in Modena, was auf jeden Fall richtig, richtig heiß wird. Es waren ganz viele Fans da. Ich glaube, jetzt in Modena waren es wieder 18.000 oder so. Ja. Genf war auf jeden Fall. Und in Berchtesgaden müssen wir nochmal sagen, auf jeden Fall, dass es
ich sag das jetzt nochmal einfach, dass es das extrem leid tut, dass wir keine Zugaben spielen konnten. Das wurde uns leider verboten und wir mussten dann von der Bühne runtergehen. Von daher ist es uns auf jeden Fall leid, aber es tun wir beim nächsten Mal dann in Belgien nach. Ja, also ich glaube so, dass das ganze Jahr mit den Konzerten und vor allem jetzt auch der letzte Block war sehr, sehr cool. So, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß und ich hoffe, den Fans hat es auch allen gefallen und so. Nochmal vielen Dank an alle, dass sie da waren und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder bei den nächsten Konzerten und bei den nächsten Festivals in Europa mit dem neuen Album. Entschuldigung nochmal für Georg, dass er so schlecht gespielt hat, so auf den Konzerten. Also eigentlich jetzt nicht nochmal eine Entschuldigung wert, weil das ist ja eh immer klar. Ist ja klar, aber ich bin gar nicht müde, es zu erzählen. Ja. So,